Die psychische Energie, die meine Verborgenen entdeckt haben, konzentriert sich in diesem Bereich. Finde die Quelle und du kannst vielleicht mehr von Sagiras Hülle erfahren. Womöglich hat sie vor ihrem Tod entdeckt, wie Savathun das Licht des Reisenden gestohlen hat. Es muss hier einen Hinweis geben. Ich orte pyramidenbedingte Interferenzen zwischen uns und den Koordinaten, die Ikora geschickt hat. Es muss einen Weg geben, sie zu umgehen. Durchsuch das Gebiet. Ich habe deinem Geist die groben Positionsdaten übermittelt, aber leider habe ich keine genaueren Angaben. Da drüben. Das trägt zu den Störungen bei. Vielleicht können wir es zerstören. Das hat funktioniert. Aber ich empfange eine weitere Störquelle. Wir müssen sie finden. Diese alten, halb vergessenen Pfade. Die Macht, die du nutzt, macht sie wieder real. Du baust sie durch die Erinnerung wieder auf. Hoffentlich birgt Sagiras Hülle das gleiche Potenzial. Mit der richtigen Konzentration an psychischer Energie sollte sich eine resonante Erinnerung manifestieren, die mit ihrer Hülle verbunden ist. Thank you.
Als wir erfuhren, dass Savathun sich als Osiris ausgab, wollte ich daran glauben, dass Agira noch lebt. Irgendwo gefangen, wie er. Und dass wir auch sie befreien könnten, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Aber wenigstens haben wir sie gefunden. Sie kann uns ein letztes Mal helfen. Und dann bringen wir sie nach Hause. Ikora, ich glaube, wir haben es gefunden. Hier ist etwas. Findet eine Verbindungsstelle. Wir brauchen Antworten. Thank you.
diese verzerrten Symbole? Ich kann sie nicht richtig erkennen. Was ist das für ein Ort? Ikora, wir wurden irgendwohin transportiert. Das hier sieht nicht so aus wie der Rest von Sabatuns Thronwelt. Ikora? Wir haben die Verbindung verloren, Hüter. Ich schätze, wir müssen allein reingehen. Ich stehe vor einem Wesen mit tausend Namen. Es flüstert ein. Der Zeuge. Merk dir diesen Namen. Merk ihn dir gut. Es ist nicht die Dunkelheit, aber trägt sie wie einen Umhang. Verleiht ihr eine bösartige Form. Ich weigere mich, ihm zu dienen. Ich verbringe Jahrhunderte damit, Pläne zu schmieden, Schlupflöcher zu finden. Und dann wähle ich meinen neuen Namen. Ein Mann mit vielen Feinden und wenig Freunden. Aber diese kennen Geheimnisse. Über das Licht. Über Neuanfänge. Ein Plan nimmt Form an. Das stammt von Sagiras Hülle. Wie ein psychischer Abdruck. Eine Erinnerung. Savatuns Erinnerung. Und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass sie Ikoras Beziehung zu Osiris genutzt hat, um etwas über das Licht zu erfahren. Etwas Gefährliches.